Moin, moin, liebe Freunde des Tradings hier. Zum Start in die neue Handelswoche blicken wir bei den Währungen. Ich habe es im Research am Sonntag geschrieben, auf das Cable. Wir schauen auf US-Dollar, Kan-Dollar und auf das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Das alles sind Währungspaare mit sehr, sehr interessanten Verortungen. Auch wenn heute in den USA und in Kanada Feiertag ist, möchte ich es trotzdem nicht verpassen, dass wir diese Währungen hier besprechen, weil man weiß ja nie, was kommt. Ne? Trotz, dass die Amis beispielsweise heute geschlossen haben, fließt ja trotzdem Geld in die Märkte. Klar, es fehlt ein bisschen was an Volumen, aber nichtsdestotrotz, es macht Sinn, auf die Charts zu schauen. Machen wir gleich. Danke übrigens auch an all diejenigen, die immer wieder ins Research reinschauen. Es macht Sinn, sich das anzuschauen, einfach für die eigene Handelsvorbereitung, um dann die Trades entsprechend auch ordentlich planen zu können. Und ich bekomme auch hin und wieder Rückmeldungen zu Dingen, die wir hier besprochen haben, zuletzt auch zum Cable, dass das gut war, dass man das hier an dieser Stelle bespricht und immer auch wieder so ein bisschen den Fokus zum Markt mit hat, auf verschiedenen Blickwinkeln. Danke für das, und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne auch mit weiter. So, da haben wir es. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Die Streams sollten laufen. Wäre nett, wenn es eine Rückmeldung kommt. Zoom sollte gehen. Ja, auch die Live-Zuschauer, die mittlerweile über den YouTube-Stream zuschauen. Danke auch dafür, und ich freue mich, wenn es da ja zwischenzeitlich auch immer wieder gute Rückmeldungen kommen. Facebook ist auch da. Ja, und das Battle um den Ersten geht auch. Grüße nach Köln. Ihr habt heute gewonnen. Also, wir schauen jetzt rein in die Charts. Zuvor bitte den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir auf die Riesenlatte in Anführungsstrichen von Nachrichten. Heute und morgen gibt es nicht wirklich viel. Wir sehen es hier oben in den USA und Kanada ist Feiertag. Und heute um 8 Uhr gab es eine negative Zahl hier oder eine rote Zahl bei der Industrieproduktion für Deutschland hier im Monat Juli. Wir sehen es, die war rückläufig gewesen. Der DAX heute Morgen auch ein bisschen zögerlich unterwegs. Wir schauen uns das Ganze gleich mal an. Bevor wir in die Währungen reingehen, würde ich sagen, schnuppern wir mal ganz kurz rüber. Ich bleibe mal kurz noch bei den Amis. Die haben ja letzte Woche ordentlich abverkauft. Das hatte ich ja auch schon avisiert, dass es hier möglicherweise auch vor dem verlängerten Wochenende zu weiteren Abgaben kommen kann. Das ist nicht immer der Fall, aber häufiger mal der Fall. Einfach, weil man ein bisschen in Deckung gehen muss. Und wie schon gesagt, heute haben wir in den USA Feiertag. Nichtsdestotrotz, wir müssen einfach schauen, was los ist. Und wenn wir hier beispielsweise mal den S&P 500 uns anschauen wollen, wir haben hier weiterhin in der Stunde, ja, das ist mal der Stundenchart an dieser Stelle, wir haben hier weiterhin einen korrektiven Abwärtstrend. Hier, ich zeichne euch das mal oder lasse euch das einfach mal einzeichnen. Hier schaut, dass es hier abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. Wir haben hier also fallende Hochs und fallende Tiefs. Das heißt, da ist nach unten hin die Korrektur noch nicht weg. Und wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir, wo wir sind. Hier unten dieses starke Supportband zwischen, was haben wir hier unten, kurzen Augenblick, zwischen 3000, naja, 350 und 3000 oder 3400 in etwa, das war der Support. Da haben wir es auch gesehen, da kam der Markt von unten deutlich nach oben, und das ist immer so ein bisschen ein Zeichen, so das Thema Buy the Dip. Das heißt, man ist ja nicht komplett auf den Bärenmarkt übergesprungen, sondern zieht den Markt immer wieder von unten nach oben auch mit rauf. Also es ist schon Kaufinteresse da. Interessant wird es dann, was passiert, wenn der Markt tatsächlich hier unter die 3350 beziehungsweise dann hier Richtung 3300 läuft, the proof of the pudding sozusagen. Das ist dann ein wichtiges Ausbruchslevel hier in diesem Bereich. Also da ist noch einiges an Unterstützungen da. Aber wie schon gesagt, heute müssen wir mal schauen, was da überhaupt wird, ob die Märkte nicht einfach relativ seitwärts laufen. Relativ ist bei den starken Schwankungsbreiten natürlich auch ein dehnbarer Begriff, ne? Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal noch kurz auf dem DAX anschauen wollen, wir sehen es hier, der DAX an dieser Stelle, ich zoome es mal ran, weiterhin im Aufwärtstrend befindlich. Das ist natürlich die gute Nachricht hier an dieser Stelle, nur hier momentan, wir sehen auch, wie die Tageskerze aktuell aussieht nach dem Wochenende, da ist noch nicht viel drinnen. Ich meine, wir sind auch noch ein bisschen vor der Handelszeit, aber wenn man das Bild mal etwas ranzoomen wollen, dann sehen wir einfach auch hier, schaut euch mal diese Kerze vom Freitag an. Das ist eine Kerze, die ist sehr, sehr ausladend, ne? Oben langer Schatten, unten noch etwas längerer Schatten, und der Kerzenkörper ist nicht wirklich groß. Das sind nicht wirklich viele Punkte hier, die zwischen der Markteröffnung und dem Marktschluss am Freitag gelegen sind. Also
der Markt kam ziemlich stark zurück und das ist die große, weite Schwankungsbreite. Und wenn wir uns das mal ganz kurz hier im Stundenchart auch anschauen wollen, dann muss ich es mal ein bisschen zusammenraffen. Hier sehen wir das gleiche Bild. Der korrektive Abwärtstrend ist weiterhin intakt, übergeordnet. Der Tag ist weiterhin long, also aufwärts gerichtet. Das heißt, wir sehen hier die Korrektur und hier kommt es halt wirklich drauf an, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Auch hier, wenn wir uns diese Kerzen anschauen, wir sehen es, die Kerzen wollen immer mal runter und dann wird sofort wieder aufgekauft. Also das ist auch hier so ein bisschen bei den Dip-Els, ist allerdings auch im DAX nicht ausgeschlossen, dass wir noch ein bisschen weiter runtergehen. Wie schon gesagt, wir haben diese Woche auch einen wichtigen Termin am Donnerstag, da spricht die EZB und das ist ein wichtiger Termin und ja, wer weiß, wie es da in diese Richtung bis dahin geht, ob die Märkte verhalten bleiben oder ob der Optimismus wieder zurückkommt. Das wird sich zeigen. Wie schon gesagt, wir werden sehen, wo der Markt zum Montag hingeht und ab morgen ist die USA auch wieder dabei. Da haben wir genügend Händler und Ähnliches sehen wir halt auch in Bezug auf das, was die EZB macht. Wenn wir uns mal ganz kurz noch den Euro anschauen wollen, der Euro verharrt auch relativ an dieser Stelle in einer Range. Wir sehen es hier mal mit Blick in den Stundenchart hinein. Hier, ich muss mal noch den Bildschirm groß machen, sorry dafür. Das Ganze hier an dieser Stelle. Also, wenn wir das mal anschauen wollen, oben haben wir hier den Deckel bei etwas über 1,19,6 und unten drunter finden wir momentan um die 1,17, knapp 9 immer wieder Unterstützung. Also hier haben wir auch eine Seitwärtsphase, die in diesem Bereich durchaus da ist und diese gilt es halt einfach, ja, zu akzeptieren jetzt. Das ist für In-Range Trader eine interessante Geschichte, weil wir sehen es, oben geht es immer nach unten, unten geht es nach oben. Da kann man auch so ein bisschen die Stochastics mit zugrunde legen für den ein oder anderen Trader, den das interessiert. Ja, da müssen wir schauen, wo es hier entsprechend auch lang geht. Wie schon gesagt, die Range ist da und mich würde es auch nicht wundern, wenn sich die Range noch so ein bisschen ausbaut über die nächsten Tage. Aber auch hier müssen wir einfach abwarten und wenn wir uns den Tag mal anschauen wollen, dann sehen wir hier halt dieses Unterstützungsband um die Marke von 1,18 bis runter 1,17,5. Da ist einiges an Support da und dieses Level ist halt jetzt aktuell das Level, was getestet wird. Aber auch hier am Donnerstag und am Freitag haben wir es gesehen, der Markt geht runter und sofort wieder nach oben, also auch hier so ein bisschen beide Dip. Das ist aktuell das Marktgeschehen, das Marktrauschen und da kann sich der ein oder andere Kurzfristtrader möglicherweise gut und gerne mal auf die Lauer legen, um hier ein Schnäppchen einzukaufen und den Markt nach oben zu schieben, beziehungsweise dann, wenn es hier tatsächlich unten wegbricht, haben wir relativ flott das nächste Anlauflevel hier unter der Unterseite an der Unterstützung um die 1,17,1 bis 1,17,5 hier in diesem Drehbereich hier unten ran. Also interessante Geschichten auch hier im Euro-US-Dollar. Und damit komme ich zu den Währungen, die ich vorhin auch schon angekündigt hatte. Das heißt, wir starten einfach mal mit dem Austral-Dollar, US-Dollar. Hier der Blick in einen schönen Aufwärtstrend. Moment, hier unten ist er, Austral-Dollar, US-Dollar. Wir haben einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend hier am Laufen. Er ist auch eingezeichnet vom entsprechenden Tool. Hier ist das MTON Live-Signal mit drauf. Wer das Ganze nicht kennt, man kann damit die Trends einzeichnen lassen, auch zwei verschiedene Trendgrößen, den übergeordneten und den untergeordneten Trend. Und das, was wir hier jetzt am Laufen haben, ist einfach, das habe ich eingezeichnet, der untergeordnete Trend. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen wollen, die Entry-Bars auch mit reinnehmen, wo man einfach sieht, wie tief ist denn die Korrekturtiefe gelaufen. Hier, schaut mal, wir sind hier vom Hoch oben raus, schön nach unten reingelaufen, hier in diesen ehemaligen Kaufbereich um die 0,7235 und schaut, das ist auch schon der grüne Bereich. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man tiefer läuft, aber das wäre schon mal ein schönes Level für eine Fortsetzung der Bewegung. Da müssen wir ein bisschen schauen, wie es weitergeht. Das machen wir auch gleich mit dem Blick in die tieferen Zeiteinheiten. Zuvor möchte ich allerdings hier in diesem Chart, weil man es einfach hier schöner sehen kann, noch auf das Support-Level der Unterseite auszugehen. Das heißt, wir hatten hier oben das letzte Trendhoch, dann die Korrektur und dann das aktuelle Trendhoch. Und hier unten dieser Bereich um die Marke von 0,714, das ist das Support-Level und bis dahin kann sich die Korrektur ohne weiteres ausstrecken, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Ja, und das ist an dieser Stelle natürlich ein Level, wo wir doch noch Potenzial nach unten haben. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir einfach auch schauen, wo geht es hin. Und da ist hier unten diese Marke etwas unter oder um die 0,7272 eine wichtige Marke, weil wenn es da drunter geht, dann haben wir hier an dieser Stelle
die Korrektur in Fortsetzung weiterhin nach unten. Und das könnte dann durchaus zur Ausdehnung nach unten sorgen. Und wo da Anlauflevel sind, sowohl auf der Unterseite als auch auf der Überseite, da macht der Blick in die untergeordneten Zeiteinheiten mal ein wenig mehr Sinn. Und das schauen wir uns mal kurz an. Ich gehe jetzt hier mal nicht in die ganz kleinen, sondern erst einmal kurz in den 4-Stunden-Trend rein. Und da sehen wir hier diesen Abmarsch nach unten, ne? Und hier sehen wir auch mal eingezeichnet, wie der Trendverlauf auch in der Stunde runter gewesen ist. Und wir sehen halt hier den Markt schön nach unten laufen. Hier oben so ein bisschen unsauber, das macht das Programm auch immer. Ein höheres Hoch ist nun mal ein höheres Hoch, deswegen das Ganze hier blau gekennzeichnet. Das ist auch das Zeichen dafür, dass die Kerze, die wir am Freitag hatten, halt diese schöne Umkehrkerze war, ne? Diese Kerze hier, da sind wir schön von unten rausgekommen, haben einen steigenden Kerzenkörper und das ist das, was dann hier entsprechend in blau auch gekennzeichnet wird. Und wichtig an dieser Stelle ist es jetzt natürlich, dass wir schön nach oben weiterlaufen für die Long-Richtung, dass wir die Umkehr sehen. Das heißt, dass wir schön von hier unten nach hier oben rauskommen, dann haben wir schön den Aufwärtstrend und dann haben wir interessante Level. Und was auch interessant ist, ist die Tatsache, wo wir stehen geblieben sind an dieser Stelle, nämlich hier in diesem kleinen Ausbruchslevel unten raus. Da hat der Markt kurz angehalten und wieder nach unten gedreht und das wäre ein sehr, sehr schönes Zeichen, wenn wir hier ungefähr die 0,73 aus dem Markt rausnehmen. Das würde uns nämlich gleich dann dazu bringen, dass wir auf die höheren Punkte mit raufgehen können. Das heißt, hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier schaut mal oben, da sind ein paar Swing Highs drinnen. Ich mache die mal kurz in Magentafarben auf der Oberseite, dass man es dann schön auch in den anderen Charts mit sehen kann. Das heißt, diese Marker, die sind da und die können wir schön zur Planung nehmen. Bitte jetzt hier auch wieder nicht auf die letzte Nachkommastelle festlegen. Das sind ungefähr Werte, die ich hier mal ganz kurz anskizziere an dieser Stelle und das sind dann halt auch die Werte, mit denen man rechnen kann. So, jetzt muss ich nur noch in der Lage sein, den richtigen Knopf zu drücken. So, da einmal hier, dann die Copy-Funktion im MetaTrader nutzen. So, einmal hier und dann einmal da oben. Schaut, da haben wir auf der Oberseite gute Marker liegen. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier über dieses Level drüber laufen, was ich gesagt hatte, knapp die 0,73 hier in etwa, dann ist der Weg oben hin da, hier 0,73,4, 0,73,6, ein paar in der 50 und dann hier oben die 0,73,810. Das ist der Trend nach unten und wenn dieser Korrekturtrend, den wir haben, nämlich aufgelöst wird, dann ist es schon möglich, dass an diesen Stellen halt Korrekturhändler ihre Absicherungspositionen liegen haben und der Weg ist dann erstmal frei nach oben hin und das könnte dann durchaus die ein oder andere Dynamik auch zur Oberseite mit reinbringen. So, an dieser Stelle müssen wir jetzt allerdings auch nochmal die Unterseite beleuchten. Ich hatte ja gesagt, nur weil wir am Freitag ein Long-Umkehrsignal aus der schönen Korrektur bekommen haben, was ich als Trader immer sehr charmant finde, heißt das natürlich noch lange nicht, dass der Markt jetzt einfach so nach oben läuft, ne? Das heißt, er kann natürlich auch noch weiter fallen. Die Türen sind ja hier offen und das ist dann das Interessante. Was passiert hier unten im Supportband um die 0,2, zwischen 0,72,2 und 0,72,350 in etwa, ne? Da haben wir den Kaufbereich hier. Da haben wir das Zwischentief ganz grob um die 0,72,2. Wenn es dort drunter fällt, haben wir auf der Unterseite auch noch Marker, die wir ziehen können. Schaut mal hier, da war ein kleines Kauflevel, ein kleines Haltelevel unten drin, um die Marke von 0,7187 und dann können wir hier kurz vorm nächsten Support auch nochmal hier erwähnen, den Bereich um die 0,715. Diese Marker, die sehen wir hier auf der Unterseite im 4-Stunden-Chart. Der ein oder andere wird sich jetzt sagen, gut, wie sieht es denn in den kleineren Zeiteinheiten aus? Die Marker sind hier selbstredend die gleichen, ne? Wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier, ich mache mal kurz den Entry-Bar noch raus. Das sind mal die Swing Highs, die wir hier haben, die wir schön auch im Stundenchart aktuell gesehen haben. Die sehen wir natürlich hier und die Level unten drunter, das sind die gleichen. Das heißt, das sind so die Zeiteinheiten, die man sich selbst ein bisschen raussuchen muss und die, je, sage ich mal, kurzfristiger der Handelsansatz ist, je kurzfristiger sollten natürlich auch die Zeitströme sein. Aber es empfiehlt sich halt, sage ich mal, gerade auch für das Daytrading, gerne auch den Stundenchart als Hauptrichtung zu nehmen. Bitte hier auch immer die Verortung beachten und dann kann man die Trades schon planen. Wer sowas wie Hauptrichtung und Verortung und so weiter und so fort noch nicht so richtig auf der Uhr hat, was das bedeutet, gerne noch zum Seminar Ende September anmelden und da kann man das Ganze hier entsprechend mit auch erlernen, weil das sind Fakten, die man zum Trading immer wieder braucht. So, das ist der Blick in Australdollar, US-Dollar. Dann machen wir weiter mit US-Dollar, Kanadier-Dollar. Hier heute bitte auch beachten, beide Länder haben heute Feiertag. Das muss man ein bisschen mit auf der Uhr haben. Deswegen sage ich das an dieser Stelle nochmal mit dazu. Jetzt allerdings erst einmal der Blick in das Währungspaar
Kanadier-Dollar, also US-Dollar, kanadischer Dollar, ist das Kürzel, was wir hier haben. Und wir sehen, seitdem der Markt hier drüben im März das Jahreshoch knapp um die 1,46,6 gemacht hat, kennt der Markt nur die Linie nach unten. Und wir sehen es hier unten schon an dieser Stelle. Da ist eine große, dicke, grüne Linie eingezeichnet, was ein Support-Level ist. Nur hier in dieser Zeiteinheit sehen wir noch gar nicht, was es ist. Deswegen gehe ich mal ganz kurz in den Monat hoch, um zu schauen, wo wir stehen. Und das ist das Interessante an dieser Verortung momentan. Wir stehen in der Nähe, wir sind noch nicht dran, aber wir stehen in der Nähe von einem sehr, sehr interessanten Support-Level. Das ist die Marke von ungefähr 1,29, um die 40, 41 rum. Da hat der Markt, wir sehen es hier an dieser Stelle, kurz gehalten, dann ging er drüber. Dann hat er hier in die Long-Richtung gedreht, hier in die Long-Richtung gedreht und jetzt stehen wir wieder dort in der Nähe. Das heißt, hier gilt es jetzt gut hinzuschauen, weil wir haben an dieser Stelle durchaus gutes Bewegungspotenzial. Wie schon gesagt, das hier ist jetzt aus Grund des Komforts, dass man die wichtigen Zeitrahmen sieht oder die wichtigen Parameter sieht, mal der Monatschart. Ja? Also da nicht einfach den Tageschart zum Traden mit benutzen, da überspringt man einfach viel zu viel. Aber um eine Richtung zu finden, beziehungsweise auch Potenziale zur Unterseite zu sehen, ist das gar nicht so schlecht, wenn man sich unten ein bisschen mal anschaut, was in der Historie passiert ist. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier an dieser Stelle um die Marke von 1,27,8 in etwa das nächste Support-Level. Das heißt, wenn hier dieses wichtige Level, das historische Kauflevel um die 1,29,4 nicht hält, ist hier, wir sehen es im Monatschart, erst einmal Luft nach unten hin, bis zum Zwischentief, wann war denn das gewesen, mal kurz schauen, das war in 2018 im Oktober, da war das Tief, da ist dann Luft nach unten, also auch hier, wenn das bricht, ist Potenzial zur Unterseite da, deswegen haben wir hier eine schöne Sache zum Hinschauen und das ist interessant und jetzt gehe ich nochmal zurück in den Tag, einfach um das Ganze ein bisschen besser einzuordnen, also wir sehen es hier, wir haben definitiv laufen einen Abwärtstrend und hier fließen auch verschiedene Trendgrößen ineinander mit rein. Ich klicke das mal ganz runter, beziehungsweise ich zeichne es einfach mal ein. Schaut euch das Ganze mal an. Also hier im größeren Bild den Schwung nach unten. Also das ist mal hier der etwas größere Trend nach unten mit am Laufen. So, da haben wir ihn da. Sehr schön nach unten laufen. Und das Stück runter hier, das ist die aktuelle Bewegung. Das ist sozusagen der Bewegungstrend an dieser Seite. Und das ist das, was hier entsprechend auch nach unten läuft. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier, das ist so der Trend, den wir im Kleinen, aber Feinen schön nach unten mit sehen laufen. Und das ist die aktuelle Bewegung. So, und wenn wir diese Bewegung hier sozusagen uns mal anschauen, dann wird es halt interessant, hier mal näher hinzublicken, weil wir haben durchaus nach oben hin erst einmal mit Bezug auf den Bewegungstrend, also den progressiven Bewegungsarm oder den progressiven Trendarm hier, Luft hier oben rein bis um die 1,32,7. Also hier oben ist das aktuelle Korrekturhoch des Bewegungsarmes und die Luft ist da. Und das ist jetzt interessant zum Hinschauen. Wir sind letzte Woche Donnerstag hier reingelaufen in dieses Ausbruchslevel, um die 1,31,6, die wir da oben drinnen haben. Und das ist jetzt interessant zum Hinschauen, denn wenn es der Markt tatsächlich schafft, oben drüber zu gehen, dann können wir erst einmal im kurzfristigen hier oben rein, wartet mal, ich zeichne euch das mal mit ran, hier in diesem Bereich oben rein, den Markt mit raufnehmen und an dieser Stelle natürlich hier in diesem Punkt, kurzen Augenblick, ich mache das Ganze mal etwas größer, den Weg nach oben mit reinnehmen. Unterseite ist auch da, wir hatten es gesagt, hier erst einmal natürlich das aktuelle Tief des Abwärtstrends, das könnte durchaus getestet werden, wenn es schwächer wird und dann natürlich hier der große Support um die 1,29,4. Das ist die Marke, die wir da haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal im kurzfristigen Bild auch an. Das heißt, das kurzfristige Bild zeigt uns hier an dieser Stelle, wenn wir mal in den Stundenchart auch reingucken, hier in diesem Punkt natürlich erst einmal den Abwärtstrendverlauf, den übergeordneten, aber halt auch hier an dieser Stelle so ganz grob hier den Markt nach unten rein. So, jetzt bekomme ich gerade noch die Meldung, dass jemand eine Frage hat, aber ich sehe die Frage nicht. Okay, da kümmere ich mich später drum. Da schauen wir hier zunächst erst nochmal auf den Chart mit drauf. Und was wir hier in diesem Chart halt sehen, ist die Tatsache. Schaut euch das Ganze mal an. Wir haben hier unten in diesem Bereich, habe ich den Punkt da, jawohl, schaut mal hier, einmal, zweimal. Das heißt, hier haben wir so einen ganz, ganz leichten Boden drinnen und der Markt hat angefangen,
etwas nach oben zu trenden. Na, das an dieser Stelle hier. Das wäre erst einmal zunächst das hier. Hier könnte eine SKS draus werden. Das wäre dann natürlich der starke Weg nach unten. Ja, an dieser Stelle. Das kann alles passieren, wenn wir hier so ein bisschen Rundung noch nach unten mitstehen. Würde mich jetzt nicht wundern. Aber an dieser Stelle haben wir halt noch die Chance, weiter nach oben reinzulaufen. Und da wird es sehr, sehr interessant, was hier oben passiert. Zwischen 1,31,4 und 1,31,6. Da haben wir hier diesen alten Verkaufsbereich. Und wenn der überschritten wird, dann sehen wir halt die Potenziale auf der Oberseite mit drin liegen. Das heißt, hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen, wenn es hier drüber geht, haben wir Level, die wir mit reinnehmen könnten. Die 1,32, die ist jetzt für uns erstmal nicht mehr so relevant, sondern die Level, die wir hier mit reinnehmen können, wären unter anderem dann hier oben die 1,32, ungefähr 45 hier, diesen Verkaufsbereich, den wir da haben. Und dann kann das Ganze noch ein bisschen höher gezogen werden. Wir haben hier noch ein bisschen mehr. Hier das Level von 1,33, 4,75 und dann, wenn ich es weiter zusammenreiße, sieht man auch, wo es herkommt. Kurzen Augenblick. Ich hoffe, wir kriegen jetzt genug Historie hier rein. Da haben wir es dran. Wir können hier schon noch ein ganzes Stückchen oben reinlaufen. Wie gesagt, die 1,338 wäre dann mal eine schöne Ausdehnung zur Oberseite hin. Und das ist das, was ich gerade auch gesagt habe, mit Blick auf den aktuellen Tageschart hier oben. Ist tatsächlich Luft da und wie schon gesagt, über 1,3245 ist der Bewegungstrend erst einmal gebrochen und dann kann der Markt durchaus noch ein Stückchen weiter durchatmen und dieses obere Level rausnehmen um die 1,338. Das sind die Marker, die wir hier sehen, ob und was der Markt spielt, ob er die Long-Seite spielt oder die Short-Seite spielt. Das kann sich gut und gerne hier in diesem Bereich entscheiden, den ich gerade sozusagen mit besprochen habe. Also hier auch ein Trade gut und gerne schön auf die Lauer legen und durchaus das ein oder andere Stück an Bewegung auch noch mitnehmen, auch wenn man konstatieren muss, hier in den letzten beiden Tagen, also der Tag heute ist ja noch nicht so alt, aber diese Außenkerze hier ist schon relevant und wie schon gesagt, drunter eher die Short-Seite, drüber haben wir gute Chancen, ein bisschen was an Long-Seite zu spielen, zumindest wenn wir das ein bisschen aus der Historie heraus betrachten. Und damit kommen wir zum Cable, das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Hier oben haben wir ihn stehen. Ja, hier in diesem Chart ein ähnliches Bild wie gerade beim Aussie-Dollar gesehen, aber ein bisschen anders von der Verortung her und aktuell auch wieder etwas schwächer. Ja, auch hier, wir haben hier eine Flagge. Diese Flagge, die wir hier haben, nennt sich in dieser Verortung Bullenflagge, ja, weil wir einfach einen Aufwärtstrend haben. Wenn wir mal sehen, wo der Markt auch herkommt, er kommt halt einfach von unten raus. Wenn wir mal sehen, am Jahrestief, das haben wir geschrieben hier unten, da haben wir es gehabt, das haben wir im März gehabt, da ist das Jahrestief gewesen und seitdem ist der Markt hier deutlich nach oben rauf gelaufen und wir haben das in der letzten Woche besprochen, dieses Umkehrsignal, also diese Kerze, die ich mit diesem roten Kreuz hier oben markiert habe, das war die Umkehrkerze, das Zeichen, dass hier möglicherweise eine Korrektur ins Haus steht. Die wurde dann bestätigt und dann hat sich der korrektive Trend nach unten hingebildet in der untergeordneten Zeiteinheit. Und auch hier muss man einfach wissen, wir sind momentan weiterhin im Aufwärtstrend verortet. Die Korrektur ist da und wir sehen das an der Freitagskerze, dass hier die 1,3175, dieses Kauflevel hier in diesem Bereich, am Freitag schon für eine Wiederumkehr, also einen sogenannten Reversal Day, nach oben hin gegolten hat. Und das ist jetzt das Interessante, was wir sehen. Wir sehen den Abwärtstrend da und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert. Da steht zum einen das Thema korrektive Ausweitung auf der Uhr. Das ist, wenn wir hier unten drunter fallen, unter das Tagestief vom Freitag, Korb über den Daumen, die 1,3175. Wenn wir dort dann drunter fallen, heißt das korrektive Ausdehnung zur Unterseite. Wir sehen hier auch schon ein paar Marker drin. Die schauen wir uns gleich im untergeordneten Trendverlauf an. Hier auf Tagesbasis die nächstgrößeren Support-Levels hier drinnen, die haben wir liegen hier um die 1,3054 und hier den Kaufbereich unten an diesem Zwischentief um die Marke, die runde Marke von 1,30. Das in etwa auch mit da. Und das Ganze zur Unterseite zu sehen. Oberseite ist auch interessant. Bevor ich die jetzt aber bespreche, schalten wir mal in die kleinere Zeiteinheit rein, nämlich in den Stundentrend. Und jetzt nehme ich mal kurz die Bärenflagge raus hier. Die stört mich ein bisschen, weil die sich verschiebt. Also hier sehen wir sehr, sehr schön laufen nach unten hin. Ne? Im Aufwärtstrend, deswegen ist das noch grün hier, sehen wir jetzt den korrektiven Abwärtstrend. Ne? Und da sehen wir, der ist schön am Laufen. Wir haben hier weiterhin fallende Hochs und wir haben weiterhin fallende Tiefs mit drinnen. Und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, was passiert. Hier sehen wir auch schön die Marker, die ich gerade im Tag auch angekündigt hatte. Oben, das war das Freitagshoch, das wäre die Bestätigung, wenn wir dort drüber laufen sollten, dass wir eine Aufwärtsbewegung bekommen. Und das
wäre dann tatsächlich auch der Test der Chart-Oberseite bzw. des Ausbruchs, des bullischen Ausbruchs aus dieser Bullenflagge. Ansonsten, wenn die Unterseite gebrochen wird, heißt das dann, da ist nichts mit Bullenflagge und da fängt auch irgendwann dann der Punkt für mich an, wo ich sage, wenn der Markt tatsächlich so extrem tief läuft, ist es denn dann überhaupt noch, sag ich mal, relevant, dass wir hier einen starken, momentumgetriebenen Aufwärtstrend haben? Je tiefer nämlich so eine Korrektur läuft, je mehr muss der Markt ja nach oben hin mitnehmen. Und wenn so ein wichtiges Support-Level wie das, was wir hier sehen, um die 1,3175 einfach rausgenommen wird, dann ist das schon ein Zeichen vom Markt. Weil an dieser Stelle, wenn man das mal etwas näher zusammenfasst, sieht man ja, dass der Markt hier schon einiges an Geld bereitgestellt hat, erstmal um dieses Support-Level zu verteidigen und dann nach oben gegangen ist. Und wenn das einfach so verkauft wird, das ist dann schon ein Zeichen vom Markt und das muss man irgendwo immer auf der Uhr haben, zumindest aus Thema Risikogesichtspunkten, zumindest im Erfahrungsbereich. Ja? Heißt also hier, fallen wir unten drunter, wäre das die Fortsetzung des Abwärtstrends und die Anlaufpunkte hier, die suchen wir auch schön innerhalb dieses Bewegungstrends, da können wir uns schön an den untergeordneten Tiefs orientieren und der nächste Anlaufpunkt nach unten wäre mal hier unten dieses Kauflevel, dieses Zwischentief um die 1,3115,16 rum in diesem Dreh. Ja? Das war also auch so hier das Level, als dieser Aufwärtsschub begründet wurde. Und das ist die Marke, die wir hier in der oder im Auge haben sollten. Ansonsten, wie schon gesagt, hier, wenn das Freitagshoch rausgenommen wird, ist das ein Ausbruch aus der Flagge. Und die Marke, die wir nach oben hin hier auf die 1,3418 haben wir auch schon da. Zwischenhochs haben wir liegen hier das Zwischenhoch an diesem Verkaufslevel um die 1,3359 beziehungsweise hier dann zwischendrin die 1,3403. Und dann haben wir hier oben schon das Trendhoch liegen. Also Potenziale auf beiden Seiten für die Bullen unter uns, wenn der Reversal Friday tatsächlich eine Umkehr sieht, das wäre natürlich sehr, sehr schön, hier den Weg nach oben zu bestreiten. Das kann allerdings auch noch einen Tag länger dauern, bis die Amis wieder da sind. Und beim britischen Pfund dürfen wir auch eins nicht beachten. Es sind momentan in der EU wieder Brexit-Gespräche angesagt und Boris Johnson ist hier momentan relativ hart. Er hat verlauten lassen, dass wenn es bis Mitte Oktober hier keinen Deal gibt, zumindest keinen kurzfristigen Deal mit der EU, dann sollte man einfach akzeptieren, dass das Ganze ohne Deal von der Bühne geht und man muss einfach versuchen, wie man dann entsprechend weitermachen kann. Also hier harte Linie, die gefahren wird. Wir werden sehen, wie es ausgeht, aber das kann durchaus auch nochmal zu ein paar Turbulenzen hier beim britischen Pfund entsprechend mitführen. Ne? Handelsabkommen sind ja heutzutage auch eine Sache, die schon einen Vorteil für einen Staat mit haben. Also, das ist der Blick in das Cable. So, und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz auf die Fragen, die ich hier habe an dieser Seite. Das muss man mal schauen. So geht Analyse. Danke für das Lob. So, wo soll ich noch drauf schauen? Auf den Euro-japanischen Yen und den Euro-britischen Pfund. Holger, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Das haben wir da, richtig, das passt. Diese beiden Währungspaare schauen wir uns noch an. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich hatte im Zoom jemanden gehabt, der die Hand gehoben hatte. Ich sehe allerdings weder im Chat noch in den Fragen etwas drinnen. Das heißt, wenn eine Frage noch aktiv ist, bitte einmal kurz hier an dieser Stelle eine Frage auch eintippen. Ich kann sie momentan leider nicht lesen. Ich mache weiter. Ich hoffe, dass die Frage noch aktiv ist und nachgegeben wird hier aus Zoom. Ja, das letzte hat Zoom betroffen und wir machen hier weiter mit dem Thema Euro-japanischer Yen und Euro-britischer Pfund. So, also wir starten mit dem Yen. Wir starten auch wie immer erst einmal mit dem Blick in die Stunde. Hier im 4-Stunden-Chart sehen wir auch schön den Markt nach oben laufen, aber anhand der Marker, die wir hier schon drinnen sehen, oben stehen wir auch das nächste Widerstandslevel schon auf der Uhr. Deswegen erst einmal der Blick in die etwas größere Zeiteinheit rein. Und hier sehen wir sehr, sehr schön den Aufwärtstrend nach oben auch am Laufen. Ne? Im Großen und im Kleinen. Der Markt strebt fein zur Oberseite hin und etwas Interessantes, was wir hier an diesem Punkt jetzt auch sehen, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier diese Marke um diese 1,25,5, das kann ich jetzt mal in Rot kennzeichnen, das ist mittlerweile ein gut verteidigter Bereich, da will der Markt noch nicht so richtig runter. Zumindest in den letzten beiden Handelstagen haben wir es gesehen, reingelaufen, hochgelaufen, reingelaufen, hochgelaufen. Ne? Das ist das Gleiche, wie wir hier drüben auch schon gesehen haben, in diesem Level hier.
Das verteidigt der Markt so ein bisschen. Oben wird die Luft allerdings ein bisschen dünner, um die 1,268. Warum das so ist, das sehen wir, wenn wir uns mal ein bisschen die Historie hinten ran anschauen. Ne? Und da sehen wir einfach, dass von hinten her hier halt dieser große Abwärtstrend kam. Der ist mittlerweile rausgenommen, das kann man ja gut sehen. Hier war das letzte Zwischenhoch um die 1,224. Da gab es eine wahnsinnige Momentumbewegung, dann die Korrektur und dann ging die Luzi ab nach oben hier. Und wir sehen es hier oben, haben wir ein nächstes Zwischenhoch liegen. Und das ist der Bereich um die 1,275. Und da darf man einfach nicht vergessen, nicht nur auf diesen einzelnen Punkt zu schauen, sondern bitte diesen gesamten Bereich mal mit anschauen. Das heißt, hier an dieser Stelle, dieser Schwungbereich, sehen wir, der ist auch in der Vergangenheit hart umkämpft worden. Ne? Runter, rauf, runter und dann bumm nach unten durch. Dann nochmal zurück und dann krach richtig nach unten. Das heißt, dieser Bereich, der hat viel Aufmerksamkeit vom Markt bekommen. Und das ist ein Grund, warum es hier durchaus auch ein bisschen zu einem Hänger kommen könnte. Beziehungsweise, dass es durchaus auch noch ein Stück weit nach unten gehen kann. Ja, und wenn wir uns das mal sehen, Holger hier an dieser Stelle auch, du hattest ja danach gefragt, schaut mal hier an diesem Punkt, diese Kerze, die wir hier sehen, das ist eine Umkehrkerze. Diese Umkehrkerzen hatten wir beispielsweise letzte Woche auch gehabt im Euro und auch im britischen Pfund, diese Umkehrkerzen. Und wenn so eine Kerze bestätigt wird, heißt das jetzt nicht, dass der Aufwärtstrend erledigt ist, sondern dass wir durchaus ein bisschen was an Korrektur sehen können. Und wenn wir uns die korrektiven Level auf Wochenbasis mal anschauen, dann sehen wir hier ungefähr die Marke von 1,245 ist durchaus Platz nach unten rein, das Ganze hier zu sehen. Also das muss man so ein bisschen auf der Uhr mit haben. Und Holger, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du für einen Zeitrahmen haben möchtest, aber wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, dann sehen wir halt dieses leichte Hin und Her dort unten, also auch immer wieder diesen Aufkauf von unten rauf und auch hier, wenn wir mal diesen kleinen untergeordneten Abwärtstrend mit sehen, ich lasse den mal kurz einleuchten, dann sehen wir es hier, ging der Markt trendig nach unten in das Kauflevel rein und hier wird es dann unsauber. Das heißt, wir haben hier eine Seitwärtsphase mit am Laufen im euro-japanischen Yen, die erst einmal entschieden werden muss. Das heißt, wir haben hier oben, wartet mal, ich zeichne euch das mal anders ein, hier an dieser Stelle, wir haben hier oben drinnen den Deckel liegen in dieser Seitwärtsphase und hier unten den Boden. Und das ist das Hin und Her Schwingen momentan, wo der Markt halt noch eine Richtung sucht. Und da sind halt einfach diese beiden Marker aktiv und wichtig. Die Oberseite würde direkt dafür sprechen, dass wir durchaus hier die Oberseite wieder anlaufen können. Das heißt, über die Range nach oben drauf. Das wäre dann interessant hier oben in die höheren Bereiche rein, wieder in den Widerstandslevel auf Tagesbasis, was ich gesagt hatte. Bricht es allerdings unten raus, wäre das dann genau das Zeichen, dass die Verkaufskerze, die wir vorhin in der großen Zeiteinheit gesehen haben, dass die Bestätigung findet. Und da müssen wir einfach schauen, hier unten, schaut euch das mal an, da haben wir ein paar Level auch liegen, die durchaus als Anlaufpunkte gelten könnten. Und das wären dann einfach die Marker, die wir unten haben. Also hier die 1,2515, dann hier unten die 1,248 in etwa und dann das Zwischentief hier unter 1,25 bei 1,24. Was haben wir hier unten? 4, so ganz grob, in etwa mit liegen. Also die sollte man durchaus auf der Uhr mit haben, wenn es nach unten geht. Momentan haben wir hier allerdings einfach nur eine ganz klassische Seitwärtsphase unter einem Widerstandslevel und wenn das hier ein Durchatmen ist, ein Innehalten und wir tatsächlich nach oben ausbrechen, das wären dann schöne Chancen, die wir durchaus zur Oberseite mit sehen können, weil wir sehen es ja hier, ich habe es mal ganz kurz mit eingezeichnet, wir haben schön den Aufwärtstrend am Laufen und der kommt wirklich auch schön von unten raus, auch das letzte Stückchen hier nach oben ist trendig gelaufen und wenn wir das nach oben raus sehen, wäre das das Umkehrsignal auf der Basis für den Tag auch und dann können wir schön zur Oberseite reinlaufen. Das bleibt sehr, sehr spannend an diesem Punkt. Und damit gehen wir noch auf das Währungspaar Euro-Britischer Pfund ein und da wird natürlich hier im Euro-Britischen Pfund, da haben wir jetzt zwei Sachen, die wir so ein bisschen mit bedenken müssen. Zum Ersten, Moment, bevor ich jetzt hier weiter quatsche, rufe ich erstmal das Währungspaar auf. Zum Ersten müssen wir unbedingt im Kopf haben, Brexit, ja, das ist ein Thema, das ist wichtig für die Europäische Union und für die britische, für das Empire sozusagen, für UK. Warum? Es ist einfach so, so ein Handelsabkommen macht die Zusammenarbeit zwischen beiden doch deutlich einfacher. Das heißt, das könnte durchaus ein Belastungsfaktor für Euro-Britischen Pfund sein. Und das Zweite, die EZB am Donnerstag. Das in Summe sozusagen, das verspricht einiges an, ja,
Sprengstoff, ja, was wir dafür haben. So, und wenn wir uns jetzt mal dieses Chartbild anschauen, ohne dass ich hier nah ranzoome, da sieht das geübte Auge schon, dass wir hier an einer wichtigen Stelle standen, aber der kleine Aufwärtstrend aus dem Markt genommen wird. So, oder wurde, ja, wenn wir uns das mal anschauen wollen. So, mal ganz kurz gucken, was hier angezeichnet wird. Hier sehen wir es nämlich. Schaut mal, hier unten an diesem unteren Teil, um die 1,869, das war der initiale Boden hier im April. Danach ist der Markt schön nach oben rauf getrendet. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, vor meinem Urlaub hatten wir auch schon mal drüber besprochen, die Marker sind ja jetzt hier auch drinnen. Wir haben jetzt hier wieder einen Gegentrend. So, und jetzt ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aus rein technischer Sicht ist dieser Trend hier unten drunter, unter dieses Zwischentief gelaufen. Deswegen wird er hier auch angezeichnet. Das heißt, aus rein technischer Sicht haben wir hier aktuell einen validen Abwärtstrend nach unten hin. Ja? Das heißt, der Markt ist doch deutlich unter Druck. Und wenn man sich den niedrigeren Zeitrahmen auch mal mit anschauen wollen, hier, den sehen wir auf Tagesbasis auch, dann sehen wir, wie der Markt hier auch nach unten trendet, Stück für Stück nach unten. Der letzte wichtige Korrekturbereich, den haben wir hier oben um die Marke von 0,906. Das sind die Marke, die wir da haben. Und da könnte es durchaus auch nach oben gehen, weil ein bisschen positives Zeichen gibt es aus charttechnischer Sicht an dieser Stelle, denn der Markt ist erst einmal etwas über dieses Ausbruchslevel hier drunter gelaufen, also über das Level, wo sich dieser markierte Abwärtstrend gebildet hat. Und das ist der Punkt an dieser Stelle, wo wir einfach schauen müssen, wie geht es jetzt weiter? Korrektiv, ja, nach oben, oder dreht der Markt irgendwann rum und geht die unteren Potenziale an, hier wieder Richtung dem Tief, was wir gehabt haben bei 0,869. Das sind beide Sachen, die wir da haben. Aktuell allerdings ist der Markt hier etwas positiv gestimmt. Das heißt, wenn wir in die Stunde mal reinschauen, dann sehen wir innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends den Markt nach oben streben. Ja, das heißt, ich nehme das mal beides ganz kurz raus, und mit Markt nach oben streben meine ich einfach ganz, ganz klassisch hier den Trendverlauf, den wir drin haben. Ne? Auch teilweise ein bisschen spiky, aber es ist nicht so schlimm. Der Markt ist da hochgelaufen, hat dann abverkauft und läuft jetzt weiter hoch. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Sache. Wir stehen jetzt hier in der Bewegung. Wenn wir uns diesen Trend mal anschauen wollen, sehen wir auch, dass der Markt kurz nachdem er die Hochs gemacht hat, wieder rumdreht. Das heißt, hier würde mich es auch nicht wundern, wenn wir jetzt erstmal wieder in die Korrektur reinlaufen. Und da wird es halt interessant, was passiert hier in diesem alten Ausbruchsbereich bei 0,893. Das wird interessant. Kriegen wir direkt hier wieder Kaufinteresse rein, sprich das als gute Chance für eine Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik, die wir hiermit haben. Und ich gehe noch mal kurz in den Tag zurück. Dieses rötliche Band, dieses, was ich hier eingezeichnet habe, das ist halt dieses Trendbildungslevel. Ne? Also hier an dieser Stelle, hier hat sich der Abwärtstrend gebildet und da geht der Markt jetzt drüber, und wenn er sich tatsächlich darüber stabilisieren kann, wird halt aus diesem Widerstand eine Unterstützung, und das wäre dann eine Chance, dass wir weiter nach oben laufen. Und die Potenziale, die wir zur Oberseite haben, die sehen wir auch schon sehr, sehr schön hier drinnen, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Die nächsten Punkte haben wir schon relativ naheliegend. Das wäre hier die zwei relativ naheliegende bei 0,8967, hier diese Zwischenhochs, die wir drinnen haben, und 0,8975. Ja, und dann kann es schon gut und gerne schön nach oben gehen. Hier kann man auch noch ein kleineres zwischendrin mitsehen. Hier die Oberseite 0,9014, hier 0,9038. Und dann sind wir hier schon an diesem kleinen untergeordneten Zwischenhoch bei 0,9045. Die Marker, die sehen wir durchaus oben. Und das sind durchaus auch Chancen, die wir hier im kurzfristigen Bereich auch gut und gerne zum Tragen bekommen können. Und das Ganze hier durchaus gute Trading-Chancen hat. Also beispielsweise hier, wenn wir uns das mal schauen wollen, schaut mal hier, ich mache mal kurz die Entry-Bar mit rein. Hier sind wir natürlich an dieser Stelle übergeordnet abwärts gerichtet. Das heißt, im großen Bereich sieht man das natürlich, das ist jetzt nur die Korrektur. Und die läuft halt schön nach oben, und wir sehen es halt, wenn es tatsächlich eine tiefe Korrektur gibt, haben wir die Chance, auch gut und gerne noch ein Stück weit nach oben zu laufen. Und diejenigen, die sagen, jawohl, ich möchte die Chance nutzen, die Korrektur zu traden, der schaltet einfach den kleineren Zeitrahmen an. Und da sehen wir einfach, wir haben hier schön den Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend, der kann ein gutes Stückchen noch nach unten korrigieren. Und das kann man dann als Einstiegslevel durchaus mit nutzen. Ja? Also hier sehen wir erst einmal hier das kleinere Bild hier, das letzte Schübchen nach oben, der letzte Trend hier nach oben hin. Der geht hier, wenn wir unten drunter mal schauen, da ist das Supportlevel hier, das Zwischentief bei ungefähr 0,89,3 in diesem Bereich. Wenn man hier nicht das kleinste nimmt, sondern, sage ich mal, noch einen kleinen Hauch entsprechend höher geht und sich sagt,
sagt, okay, schauen wir mal, was wir hier haben, dann sehen wir halt hier, schaut mal, das ist der Aufwärtstrend, den ich vorhin auch eingezeichnet habe. Und da können wir innerhalb der korrektiven Phase, wenn wir nicht schon jetzt hier drehen, das wäre dann übrigens wirklich das schöne Stärkezeichen, sondern nach unten noch ein bisschen Luft haben hier, dann könnten wir hier unten bis an die knapp 0,89 ran. Und das ist das, was wir hier haben. Also spannend, man kann sich hier gut auf die Lauer legen, beziehungsweise sein entsprechendes Trade-Setup mit vollziehen. So, damit wären auch die Fragen geklärt. Das haben wir an dieser Stelle gut. Ich würde mal sagen, dann geht's gleich los. Nee, es ging schon los. Meine Güte, wie die Zeit verrennt. 9:10 hier. Der Handel ist schon voll am Laufen hier. Ja, wir sehen es. Die ersten Minuten laufen ein bisschen positiv. Der Markt will ein bisschen hoch. Die Analysten haben ja auch erwartet, wir könnten durchaus positiv in den Handel starten. Im Kurzfristbereich, wenn wir uns das jetzt mal eben kurz im 15-Minuten-Chart noch anschauen wollen, wenn wir hier drüber gehen, über die knapp 12.980-Punkte-Marke, haben wir eine Chance, ein bisschen nach oben zu trenden und auch ein paar Anlaufmarker, die wir da schön mit planen können. Schaut mal hier, kurzfristig bitte, ja, die 13.014-Punkte-Marke und dann haben wir hier an dieser Stelle die 13.000, naja, ein bisschen unter 100, die Marke haben wir da. Bleibt spannend, interessant, wenn wir tatsächlich heute positiv laufen, haben wir auch kurzfristig im Intraday-Bereich ein paar schöne Anlaufpunkte, die man mit planen kann, bis oben rein hier in diesem Bereich um die 13.130 Punkte, also hier dieses kleine Zwischenhoch. Also da ist schon auch noch ein bisschen Luft zur Oberseite hin, die man gut und gerne als Chance nach oben nutzen kann. Ob er sich dann hält, wenn er nach oben aufgebrochen ist, ist die andere Frage. Deswegen im kurzfristigen Bereich gut und gerne ein bisschen was mitlaufen lassen. Aber wir sehen es ja, der Tag übergeordnet ist aufwärts gerichtet und das hat durchaus auch Chancen, oben drüber wieder weiterzulaufen. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Ansonsten bis morgen früh um 8:30 Uhr in der Live-Besprechung. Allen einen interessanten und erfolgreichen Trading-Tag. Ich freue mich bis morgen. Tschüss.